Gucci Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Worlds of the Wild. Und den Schrein werden wir jetzt gleich besuchen. Was soll ich da jetzt? Ich meine, was könnte man immer gebrauchen? Ach ja, es gab deswegen auch keine Uploads, weil technische Probleme sind ein technisches Problem. Da geht das Übliche. Ja, ich habe das schon oft mehr als genug geklagt, also muss ich jetzt das nicht nochmal machen. Ich glaube, der kommt dann auch gleich hierher, dann können wir das ja machen. Echt hübsch. Puh. Ich muss mich auch anhalten. Es dauert zwar bis Mai, aber dann gibt's halt die Fortsetzung so weit, ob so weit. Das wollte ich auch natürlich auch let's playen. Aber es wäre dann besser, wenn ich dann das ja auch dann zu Ende habe hier. Kirby wollte ich eigentlich auch beenden. Aber das ist nicht so eine Deadline. Wie war ich so weit? Oh, einfach geile Aussicht hier. Warum ich hier warte? Naja, eigentlich müsste der Drache gleich hier um die Ecke kommen. Und sagt, hallo, wie geht's denn stets? Oh, willst du wieder ein paar Schuppen von mir haben? Krallen, Zehen, Hörner und so. Gehe ich mal davon aus, dass der kommt. Aufnahme läuft. Okay. Aber ein gutes hat er, das mit den ganzen technischen Problemen. So, werde ich immer geübter, was Problembehandlung angeht. Komm schon. Laut Rebo musst du hier erscheinen. Kann ich auch wirklich hier in Ruhe alle Schreine aufsuchen. Na, meine ich doch, dass der Dude da vorbeikommt. Scheißegal, ob er geschlechtslos ist oder nicht ist, also ob er ein Geschlecht hat oder nicht. Ich nenne jeden Dude. Männern wie Bleiblein und allem gedönst. Das ist total wertfrei. Er sieht schon gut aus, der Dude. Ich warte noch ein bisschen. Müsste jetzt nicht der Aufwind sein? Aua, mit Bombenfall, du hast sie nicht mehr alle. Ja, so weiß ich ja, dass ich auch treffen würde. Übrigens, das habe ich schon irgendwo mal erwähnt, aber antike Pfeile töten den nicht. Also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Da passiert nichts. Ich hab's mal ausprobiert. Ben hat sich das Risiko eingegangen. So. Ich höre da irgendwie so ein Hörnox schnarchen. Machen die auch mal was anderes, außer zu schnarchen und zu pennen und zu pennen und zu schnarchen? Tja. Ich krieg auch nur eine Schuppe.
Ich glaube, da unten ist er. So ein fauler Sack. Okay, den erledige ich schnell. Ja, ich kann hier einsammeln. Hyloxäcker macht auch richtig Spaß. Habe ich auch einen anderen Bogen? Wir wissen ja, dass sie eh nicht gerade die Ärzte sind. Ja, sowas von bequem, bloß nicht irgendwie gucken, was los sein könnte. Erinnert mich an einen bestimmten Bekannten. Ich jetzt, wenn ich. Was ist jetzt die Reichweite? Nö. Der Idiot hat einfach keinen Bock. Die Pfeile sind nicht gerade geeignet. Voll in den Arsch. Komme her, du fauler Sack. Ja, hast du was mit dem Auge? Im Ernst? Der beschmeißt mich mit Steinen? Was bist du denn da? Bist du ein fucking Politiker? Ja, mach hier eins auf Dicken. Hier, mach dir mal Feuer und dann hinter. Muss aufpassen. Ach, guck mal, jetzt kommt er ein bisschen näher. Bist du jetzt eigentlich, ja, bist du jetzt erwischen? Wollt ihr mich verarschen? Ja, bist jetzt fertig, hier den Dicken zu markieren? Wo will der hin? Ja. Kommst du mal her? Ich hab dich den ganzen Tag Zeit. Jetzt schmeißt er schon wieder mit Steinen. Nee, 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 du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Nee, 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 nee. Hier bin ich, hier. Ja, du markierst den Dicken. Kann ich auch, siehst du? Hier, hier. Komm doch. Ja.
Okay, machen wir es so. Beenden wir doch diese Scharade. Da steht er die ganze Zeit und bewirft mit Steinen auf mich. Oh, wie lame. Ja. Königsbogen wird nicht so gut. Oh, Königsschwert. Ja. Ist nicht so pralle, der Bogen. Er schießt nicht sonderlich weit. Also im Gegensatz. Ich dachte, ich hätte wieder Nightfall gehört. Ich glaube, der Dude ist ein bisschen angepisst. Weil ich ihn so mit einem Bombenfall beworfen, also beschossen habe. Okay, gehen wir erstmal dahin mal. Ja, hier gibt es ja auch so schöne Shrines. Wenn ich mich nicht täusche, gehört das eigentlich. Jupp. Das ist ein Rhaenyra-Gebiet. Wo soll ich eigentlich jetzt durchs Labyrinth gehen? Ich gehe einfach hier rein. Gehen wir mal als Zwölfjähriger rein. Also ich meine, er sieht aus wie 12. Na? Ja, Dude, wenn du eine Wand anstarrst, anstatt dahinter, dann siehst du mich auch nicht. Hallo. Ich will sehen, ob die hier reinrennen und sich verletzen. Hallo, ich bin hier. Habe ich es heute nur mit Idioten zu tun? Ja, hier bin ich, hier. Nö, die sind nicht so blöd. Scheiße, wie der um die Ecke rauskommt. Nur so die Zeit stehen bleibt. Tschüss. Nicht nachmachen, Leute. Nicht nachmachen, Leute. Ich weiß nicht, warum ich manchmal Sprachfehler habe. Alter. Was ist los mit mir? Hab wohl Langeweile. Ach, das. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Rukumar. Im Namen der Cornelia sollst du geprüft werden. Die fünf Flammen. Rukumar schreit. Ich sag immer, ach das Rätsel, ach dieser Schrein, das sag ich immer. Ein Zora-Bogen. So. Habe ich die eigentlich fotografiert? Naja, das kann ich ja mal gleich sehen. Kurz wegschmeißen.
Nö, tatsächlich nicht. Also, elegantes Sein, das muss man lassen, das haben die sowas drauf. Und ich liebe das Glitzern. Den habe ich auch nicht hier fotografiert, oder? Na ja, klar, es ist blau gewesen. Das kann ich ganz gleich feststellen. Ja, yep, hab ich. Habe ich sie auch in einem Handbuch? Alles klar. Ein bisschen blöd bin ich jetzt da nicht reingekommen. Also, was ist hier zu machen? Ganz einfach, ich muss da einfach 10 Fackeln anzünden. Da muss ich auch gucken, wie ich das immer am besten mache. Ach ja, das kann man natürlich auch so machen. Und okay, das ist jetzt angehen. Also man kann mit dieser Fackel hier die ganzen, also 5 Lichter einschalten. Also die, oder einfach mit. Ach ja, da war ja ein Problem. Okay. Ja, das Problem ist hier, aus einem dieser besagten Fackel kommt Wasser raus. Mach natürlich auch wieder aus. Man muss auch gucken. Oh, das war's. Okay, das war's. Aber der Trick ist einfach, den Schalter so betätigen, dass alle Fackeln angezündet werden und nicht ausgemacht werden durch das Wasser. Einfacher Prinzip. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Okay, danke. Zeichen der Bewährung. Oh yeah. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Und tschüss. In der Nähe gab es noch einen Schrein. Ich bin am Überlegen, ob ich den jetzt machen werde. Oder ein anderes Mal. Ich würde mal wieder die Maske aufsetzen. Naja, ich könnte mich eigentlich auf den Weg machen, weil. Ich muss dahin. Das ist ein Kashiba-Rätsel. Eigentlich wäre es gar nicht mehr so. Warte mal. Fahren wir dahin.
Und nein, die Folge würde ich nicht Brumm Brumm nennen. Das scheint nicht gut angekommen zu sein, was, naja, zugeben, es hat sich wirklich ein bisschen bescheuert angehört. Aber das war ja auch der Sinn der Übung. Ach. Hä? In mir war doch so ein Elektrofliederbeißer. Hallo? Okay. Nach Morte, ach, mein Auftritt. Gut. Ich habe mich gerade gewundert, wo ist mein Motorrad hin? Ja. Ich vergesse immer wieder, dass das einfach verschwindet, sobald ich mich zu weit entferne. Mann, ich fahre wie eine Flipperkugel. So besoffen. Oh, hi! Hey, das bedeutet, dass da auch was ist, oder? Ja, wenn wir eh auf dem Weg sind. Aber dafür nehmen wir einen anderen Bogen. Ja, sag, dass ich die Königsbogen nicht sonderlich gut finde, aber nutze ihn. Oh, Elektrofeile! Fuck my life! Die sind ziemlich übel. Nö, ist der übliche Wind hier. Der hat bemerkt, war da nicht mein Kollege gewesen? Wo ist er hin? Puh, kein Blutmond. Ich hab nur da gedacht, Moment mal, was ist, wenn Blutmond ist? Dann sind die wieder alle da. Oh. Hat jemand gesagt, dass die Fledermäuse ätzend sind? Ach ja, der ganze Stuff verschwindet ja durch den Wind, also wird davon getrunken. Okay. Kann jemand mir erklären, warum zur Hölle der Typ das überlebt hat? Warum das nicht explodiert ist? Ich hab's noch drauf. Tschüss. So. Oh, hier geblieben. Ach, verflixt doch mal. Eventuell sind auch die ganzen Pfeile. Oh, gut, da sind sie ja. Weil das sind Elektropfeile, Leute. Ich meine, einfach Stuff liegen zu lassen, ist schon eine Sünde, aber Elektrofeile? Nö, her damit. Sind ja keine Elektrotitten. Keine Ahnung, was das mit diesen Elektrotitten auf sich hat. Ich habe da irgendwie das Pandoria, das Himmel gesungen haben soll. Oh, ein Silberrubin. Toll, ich habe die Kasse der Monster geplündert. Okay.
Wollen wir mal? Ja. Leute, ich bin Fußgänger. Ich habe kein Motorrad. Ich fahre höchstens mit dem Bus. Oh, nice. Hyrokras. Wenn wir schön abheben können. Seid doch nicht so furchtbar nervig. Hier sind wir doch richtig. Aber sind die irgendwo Kaschiva? Ah, da ist er ja. Das ist er doch. Oder verwechsel ich ihn mit dem Felsen? Ne, da ist er. Und da hört man seine Musik. Tja, Leute. Aber... wie geil. Hi, Nitor. Wie es aber jetzt das mit den hier das mit den Schrein hier auf sich hat, der hier verborgen ist, dass sie den nächsten Part, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen gehabt. Hat also Daumen hoch, Abo, bla bla bla, yada yada, alles freiwillig. Also, see you on the next.